Also die medizinische Astrologie hat ihre Ursprünge in der Fernantike, kann man eigentlich sagen. Und zwar im alten hellenistischen Griechenland, in Ägypten. Und das Ganze ist, denke ich, vor mindestens 3000 Jahren entstanden, wenn nicht früher. Und zwar war das damalige Weltbild war mit den vier Elementen verknüpft, dass man die ganze Welt eigentlich mit diesen vier Elementen wahrgenommen hat. Also vier Elemente heißt Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und auch die Ärzte hatten ihr gesundheitliches Modell auf diesen Elementen aufgebaut. Es wird die Humoralmedizin genannt oder wurde die Humoralmedizin genannt, weil es seit dem Zeitalter der Aufklärung eigentlich, also so 17., 18. Jahrhundert, ist das alles zurückgegangen und die Schulmedizin hat dieses alte Weltbild abgelöst. Damals hat man also ganzheitlich gedacht. Das heißt, wenn Elemente, was heißt Elemente? Also erstmal Humoralmedizin, was ist Humoralmedizin? Humor kennen wir alle. Was ist Humor? Wenn wir lachen, wenn es uns gut geht, wenn wir uns freuen können. Und ja, das heißt, wenn alle, Humor heißt eigentlich zu Deutsch Saft. Und man ging in dieser alten Medizin davon aus, dass es die vier Säfte gibt, die entsprechend der vier Elemente im Körper zirkulieren. Und wenn diese Säfte im Einklang sind, im Gleichgewicht sind, dann sind wir ausbalanciert, dann geht es uns gut, dann können wir uns freuen, dann haben wir Humor, dann können wir lachen. Dann sind diese Elemente nicht im Gleichgewicht, dann entsteht Krankheit. Und damals haben tatsächlich die Ärzte ganz unmittelbar auch mit der Astrologie zusammengearbeitet. Das heißt, Hippokrates zum Beispiel, einer der Väter der auch noch modernen Astrologie, der hat gesagt, berühmtes Zitat, ein Arzt hat eigentlich nur das Recht, sich Arzt zu nennen, wenn er auch Kenntnisse von der Astrologie hat. Und alle Ärzte heutzutage müssen immer noch den Eid des Hippokrates schwören sozusagen. Und das ist also ganz spannend, wenn man dann, klar, es ist ein anderes Weltbild gewesen und es geht auch in erster Linie um die Ethik des Hippokrates, aber damals haben alle Ärzte in Elementen gedacht. Und wir haben in der Astrologie genau diese Elemente, kann man im Horoskop also deutlich erkennen. Das heißt, Elemente bilden dann das Temperament. Und davon abhängig, je nachdem, was jemand für ein Temperament hat, ist er also, es gibt vier Temperamente eigentlich, das heißt den Sanguiniker, den Choleriker, den Phlegmatiker und den, was habe ich vergessen, Melancholiker. Mhm, ja. Und das sind vier Typen und wir können uns das vorstellen wie wenn wir Auto fahren, wir müssen tanken. Da gibt es Autos mit Benzin, die können nur Benzin tanken und es gibt Dieselmotoren. Und wir können eigentlich nur in ein Auto mit Benzinmotor, kann man nur Benzin reinfüllen, sonst geht es kaputt und umgekehrt. Und bei den, jetzt in der Astrologie oder in der Humoralmedizin ist es so, dass wir auch diese Typen sind und wir auch deswegen spezielle Nahrungsmittel eigentlich brauchen, die unserem Konstitutionstyp entsprechen. Wir haben das Erdelement, wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann entsteht ganz viel Schwere im Körper. Also Erde ist alles Feste, das sind die Knochen, das sind die Zähne. Und wenn wir zu viel Erdelement haben, dann können wir niedergeschlagen sein und es kann zu Depressionen führen. Das Gegenteil wäre das Luftelement. Das ist also Erdelement, Depression, Melancholiker. Luftelement wäre dann der Sanguiniker, der freut sich, der lacht und tanzt. Ist dem Nervensystem zugeordnet und wenn das Luftelement aus dem Gleichgewicht gerät, dann sagt man auch zu Deutsch, wir sind durch den Wind. Ja, das kennen wir alle, eine Unruhe im Geist, ein nicht zur Ruhe kommen können. Dann haben wir das Wasserelement, das ist der Phlegmatiker. Das ist, wenn jemand nah am Wasser gebaut ist, dann fängt man bei jeder Kleinigkeit an zu weinen. Und interessant ist, Wasserelement Wein, wenn wir weinen, dann verlässt uns das
überschüssige Wasser über die Augen sozusagen. Also da ist ganz viel Weisheit drin. Und dann gibt es noch zu guter Letzt das Feuerelement. Wenn wir zu viel Feuer haben, dann sind wir hitzig, leicht erregbar. Das ist der Choleriker, der sich schnell über alles Mögliche aufregen kann. Das sind die vier Elemente und die Humoralmedizin geht davon aus, also das Optimum wäre, wenn alle Elemente, alle Säfte im Körper im Gleichgewicht sind und dann ist man gesund und erfreut sich auch guter seelischer Gesundheit. Unsere Ärzte in Europa waren in der Lage, genauso wie die Tibeter und die Chinesen, eine Pulsdiagnose zu machen. Das heißt, anhand des Pulses genau herauszufinden, welche Krankheiten, welche Dysbalancen ein Patient hat. Das können wenige Ärzte heute noch. Wir können ja mal fragen, ob Ihr Arzt, Ihr Hausarzt das kann. Ich habe selbst einige tibetische Ärzte kennengelernt, die können das, konnten das fantastisch. Was die alles anhand des Pulses bis hin, ob jemand schwanger ist, konnten die also spüren. Da braucht man also keinen Schwangerschaftstest mehr. Ich mache das natürlich anhand des Horoskops. Das heißt, wenn ein Klient zu mir kommt, mit verschiedenen, je nachdem, einer gewissen gesundheitlichen Problematik, dann gucke ich mir genau das Horoskop an und schaue nach, welches Element ist denn im Moment aus den Fugen geraten, also aus dem Gleichgewicht gekommen. Und daraufhin erstelle ich ein Ernährungsprogramm mit auch Kräuterrezepturen, Kräutertees in der Regel, um diese Elemente wieder auszugleichen. In der Regel gibt es typische phlegmatische Erkrankungen, das wäre die Erkältung zum Beispiel. Erkältung, wie das Wort schon sagt, was steckt da drin? Kälte. Und wir haben dann, wenn jemand sich erkältet, dann hat er zu viel Kälte im System, das ist eine phlegmatische Erkrankung in der Regel und über den Schleimausfluss, über die Schleimhäute wird dann das Phlegma abgeleitet und wieso, wir haben in der heutigen Zeit unglaublich viele Erkältungen, sogar diesen Sommer, also ich habe alle ständig um mich herum waren erkältet, wie kann das sein? Und ganz klar, das Wetter war eine Katastrophe. Es hat nur geregnet, es war feucht, das ist das Wasserelement. Und dazu kommt, dass unsere Ernährung insgesamt extrem in die Richtung Kälte geht. Also Industrieprodukte, aber auch viele Säfte, die gar nicht hier aus hiesigem Obst hergestellt werden, sondern aus tropischen Früchten, die also ganz unter ganz anderen klimatischen Bedingungen wachsen. Und wenn wir also zu viel von Sachen essen, die nicht wirklich unserem Temperament entsprechen und dann noch Umwelteinflüsse, dann kann es immer wieder zu Erkältungen kommen. Besonders der Orangensaft zum Beispiel ist eine interessante Sache, dass wir versuchen im Winter extrem, also wir legen so viel Gewicht auf Vitamin C und meinen, je mehr Orangen, desto besser sind wir gewappnet gegen Erkältung. Und laut der Elementelehre ist es halt so, dass Orangen extrem kühl sind und eigentlich am besten geeignet sind, wenn es heiß draußen ist, in den Tropen, wenn wir also den ganzen Tag schwitzen, dann einen erfrischenden Orangensaft wäre das Ideale. Und wir nehmen das im Winter hier zu. Uns ist also nach der Elementelehre ist das eine Katastrophe.